Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um den Redispatch 2.0. Und zwar um die Abschaltreihenfolge der Erzeugungsanlagen, der Kraftwerke, die dann eben in diesem neuen Redispatch anzuwenden ist. Praktisch die Merit Order für den Redispatch. Die Merit Order kennen wir ansonsten ja aus der Einsatzreihenfolge und vor allem Vermarktungsreihenfolge von Kraftwerken im Energiehandel. Und die Redispatch Merit Order ist praktisch die Reihenfolge, in der jetzt Anlagen abgeschaltet werden können oder auch müssen, um Engpässe im Stromnetz auszugleichen. Dieses Video ist natürlich Teil unserer Content-Reihe, die wir jetzt um den Redispatch 2.0 veröffentlichen. Das ist mittlerweile das dritte Video von noch einigen mehr, die über die nächsten Wochen und Monate veröffentlicht werden, gemeinsam mit unserem Content-Partner, zu dem wir dann auch am Ende des Videos kurz zu sprechen kommen. Bleibt also dran. Jedenfalls, diese Abschaltungsreihenfolge, die wird aus verschiedenen Quellen schlussendlich sich ergeben. Wir haben dort jetzt ganz passenderweise noch von Ende November letzten Jahres eine Bekanntmachung, einen Beschluss von der Bundesnetzagentur, die hier als Grundlage zu nutzen ist. Die ist zu finden unter dem Aktenzeichen PGMF-8116-NWG § 13J vom 30. November 2020 und hat vor allem drei wichtige Beschlüsse auch nochmal zementiert, die vorher soweit eigentlich auch schon bekannt waren und auch schon mal genutzt worden sind. Nämlich, es gibt zwei sogenannte Mindestfaktoren, dazu kommen wir auch gleich, was sie genau machen. Einerseits der Mindestfaktor für erneuerbare Energienanlagen liegt bei 10 und der Mindestfaktor für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, der liegt bei 5. Diese Mindestfaktoren bedeuten jetzt, es müssen 10-mal so viele konventionelle Anlagen praktisch betroffen sein von einer Engpassmaßnahme, bevor eine erneuerbare Energienanlage genutzt werden dürfte. Das heißt, dieser Mindestfaktor von 10 sagt, die erneuerbare Energienanlage muss 10-mal so effizient sein für die Lösung eines Engpasses, bevor sie genutzt werden darf, im Vergleich zu einer klassischen konventionellen fossilbetriebenen Anlage. Und bei KWK bedeutet das, diese KWK-Anlage muss 5-mal so effizient und lösungsorientiert sein für das Engpassmanagement, bevor sie genutzt werden dürfte. Diese Mindestfaktoren legen also fest, dass die erneuerbaren Energienanlagen erst vergleichsweise spät in dieser Merit Order genutzt werden dürfen und dementsprechend erst vergleichsweise spät abgeschaltet werden dürfen, um einen Engpass im Stromnetz zu lösen. Die konventionellen fossilen Kraftwerke, die sind ganz am Anfang, dann irgendwann die KWK-Anlagen und dann erst ganz am Ende die erneuerbaren Energienanlagen. Ist auch klar, die Erneuerbaren haben ja einen Einspeisevorrang, die haben insgesamt eine hohe Priorität im Stromnetz entlang der Energiewende und dementsprechend sollen diese Anlagen natürlich nicht abgeschaltet werden. Das sind die ersten beiden Beschlüsse. Beschluss Nummer 3, da geht es jetzt um die sogenannten kalkulatorischen Kosten. Davon habt ihr sicherlich auch schon mal gehört. Es wurden mehrere Festlegungen rund um kalkulatorische Kosten getroffen, nämlich, dass wir von den Übertragungsnetzbetreibern jedes Jahr eine Festlegung bekommen werden für die erneuerbaren kalkulatorischen Kosten, also EE-Preis, kalkulatorischer EE-Preis, dann der kalkulatorische KWK-Preis und der kalkulatorische NR-Preis für Netzreserve, für Anlagen, die also in der Netzreserve noch im Stromnetz praktisch vorhanden sind. Und was steckt da jetzt genau dahinter? Es sind kalkulatorische Kosten, die also praktisch fiktiv genommen werden können, um zu sagen, dass eine erneuerbare Energienanlage folgenden Preis haben würde im Vergleich zu eben zum Beispiel den reellen Kosten, die bei der Abregelung einer fossilen Anlage, einer konventionellen Anlage genutzt werden würden. Diese kalkulatorischen Kosten sollen praktisch die Grundlage dafür sein, diese Auswahlentscheidung nachher treffen zu können anhand von Kostenfaktoren und eben sagen zu können, diese Anlage zuerst, dann diese, dann diese, dann diese. Eben eine Reihenfolge, eine Merit Order für die Redispatch-Maßnahmen zu schaffen. Das ist ja also so, dass wir im Redispatch 2.0 eine komplett neue Kraftwerkseinsatzplanung berücksichtigen müssen, vor allem eine neue Einsatzplanung berücksichtigen müssen, weil jetzt erstmals auch Kleinanlagen und vor allem diese erneuerbaren Energienanlagen verbindlich mit aufgenommen werden müssen für eben den Redispatch, für das Engpassmanagement, um eben auch vor allem deutschlandweit, also netzgebietsübergreifend, diese Engpässe vorab schon zu erkennen und vorab auch schon gegenzuwirken, indem wir ja wirklich jetzt alles ins Instrumentarium aufnehmen und alle möglichen Anlagen hier mit berücksichtigen können.
aber ja nun noch weitere Gesetze mit reinkommen, nämlich vor allem natürlich der Einspeisevorrang der erneuerbaren Energien und auch der KWK-Anlagen. Das heißt, diese dürfen nicht einfach so zuerst genommen werden, auch wenn die am effizientesten wären zum Gegenwirken gegen den Engpass. Ne, die müssen praktisch weiter nach hinten geschubst werden in dieser Reihenfolge. Dafür werden diese Mindestfaktoren erstmal genommen, damit wir dieses Vielfache haben, das Zehnfache und das Fünffache in der Wirksamkeit. Und aus diesen Mindestfaktoren ergeben sich nachher kalkulatorische, fiktive Kosten für erneuerbare Energien und für KWK und für Netzreserve, um denen praktisch dann auch nachher eine Kennzahl geben zu können im Vergleich zu den reellen Kosten der Kraftwerke, die ja teilweise dann einfach schon bekannt sind. Und dementsprechend jeder Netzbetreiber für sich selbst eine echte Reihenfolge von anhand von echten Kosten praktisch schaffen kann. Wobei man natürlich eben sagen muss, diese echten Kosten sind dann eben untersetzt von kalkulatorischen Kosten für Erneuerbaren und KWK, damit die praktisch künstlich nach hinten geschoben werden. Das ist der Sinn dahinter, dass wir also mit diesen fiktiven Preisen eine echte Grundlage praktisch für die Berechnung der Reihenfolge für die Netzbetreiber nachher schaffen können. Jetzt gibt es aber ein Problem. Der Redispatch 2.0 startet ja zum 1. Oktober 2021 und die Veröffentlichung der ersten kalkulatorischen Kosten erfolgt spätestens zum 1. Oktober 2021. Zu dem Tag, ab dem man das auch schon nutzen soll. Das ist natürlich ein Problem. Die Übertragungsbetreiber können nicht verpflichtet werden, es vorher zu veröffentlichen, weil das Gesetz grundsätzlich erst ab dann wirkt und damit auch erst der Redispatch ab dann wirkt. Aber die Übertragungsbetreiber dürfen ihre echten kalkulatorischen Kosten für EE, KWK und Netzreserve vorher schon veröffentlichen. Wir hoffen mal, dass das passiert, damit jeder Netzbetreiber ein bisschen was Besseres in die Hand bekommt und früher in die Hand bekommt, um seine echte Reihenfolge berechnen zu können. Es ist ja so, wir sollen im Redispatch 2.0 die voraussichtlich insgesamt geringsten Kosten bei den Ausgleichen von Netzengpässen verursachen. Das ist die oberste Prämisse, die hier vom Gesetzgeber vorgegeben wird, indem wir eben möglichst wirksam, also effizient, aber auch kostenwirksam sind und dabei eben natürlich auch die Berücksichtigung des Einspeisevorrangs der Erneuerbaren und auch der KWK-Anlagen mit reinnehmen. Wir nehmen also alle Maßnahmen zusammen, die es bundesweit gibt. Wir nehmen das Ganze in eine netzgebietsübergreifende Planung, die dann also durch verschiedene Plattformen und Verbindungen von Netzbetreibern und durch eine Kommunikation untereinander, dazu kommen wir auch noch in der Zukunft, organisiert wird. Und dann kann eben jeder Netzbetreiber sagen, okay, für diesen Engpass, der denn jetzt kommt, sind meine folgenden Anlagen die besten oder eben die Anlagen von meinen Nachbarn. Und dann sind wir folgendermaßen praktisch beeinflusst und müssen das jetzt ein bisschen berücksichtigen. Das ist dann nachher das, was jeder für sich machen muss. Heißt aber auch, dass jeder Netzbetreiber für sich tatsächlich eine Reihenfolge schaffen muss der Anlagen in seinem Netzgebiet und inwieweit sie nutzbar sind für eben den Redispatch 2.0 und für eben auch die Reihenfolge, die im Redispatch 2.0 dann zu machen ist. Das heißt im Großen und Ganzen, diese kalkulatorischen Kosten, die hier immer besprochen werden, die haben keine Auswirkung auf die Zahlungen an die Anlagenbetreiber. Das sind wirklich nur fiktive Kosten, die praktisch genutzt werden für den Auswahlmechanismus entlang dieser Redispatch 2.0 Merit Order. Ja, das ist also wirklich etwas für das Backend, für die Systeme, mit denen die Netzbetreiber berechnen können, welche Anlagen zuerst betroffen sein werden. Das hat nichts mit echten Kosten von echten Anlagen zu tun, die dann auch noch irgendwie ausgezahlt werden müssten. Zu diesen finanziellen Ausgleichen kommen wir ja auch noch in der Zukunft. Dafür gibt es dann andere Datenquellen. Hier geht es wirklich nur um die Redispatch Merit Order, die jeder Netzbetreiber für sich nutzen und praktisch auch aufstellen muss. Die Bundesnetzagentur sagt hier auch, soweit die Netzbetreiber Algorithmen für die Optimierung des Redispatch-Einsatzes verwenden, liegt es in ihrer Verantwortung, die Algorithmen bzw. Input-Parameter so zu parametrieren, dass die vorgegebenen Mindestfaktoren in der Praxis in der Regel eingehalten werden. Heißt also, die BNSA sagt hier, liebe Netzbetreiber, ihr müsst unsere Vorgaben mit den Mindestfaktoren 10 für Erneuerbare, 5 für KWK und den dann später konkreteren kalkulatorischen Kosten nehmen und die für euch verarbeiten. Schön, macht was draus. Es gibt ja verschiedene Quellen und verschiedene Plattformen für den Netzbetreiber entlang des Redispatches 2.0. Dazu kommen wir ja auch noch in der Zukunft. Da muss man einfach miteinander reden und die besten Möglichkeiten finden, um für sich selbst diese Reihenfolge der eigenen Anlagen im eigenen Netzgebiet zu erstellen. Ja, also diese Redispatch Merit Order, die muss dann halt irgendwann mal startklar sein und hoffentlich kommen ja auch diese kalkulatorischen Kosten nicht erst zum 1. Oktober 2021. Wir werden das sehen. Jedenfalls ist es das erstmal zu diesen Themen, Mindestfaktoren und kalkulatorische Kosten. Habt ihr dazu grundsätzlich Fragen? Gerne unten in die Kommentare. Diese
Reihenfolge von Beiträgen rund um den Redispatch 2.0, diese Content-Serie, die produzieren wir gemeinsam mit der HSAG. Die kennt ihr sicherlich auch, wenn ihr in der Energiewirtschaft schon eine Weile unterwegs seid. Ich bin seit fast 10 Jahren in der Branche als Dienstleister und kenne natürlich die HSAG. Die ist ein Prozessdienstleister, ein Prozessberater. Die machen auch viel Marketing für Energieunternehmen. Die sind auch entlang von Robotics und Chatbots sehr, sehr stark und sehr aktiv. Die haben wirklich sehr, sehr spannende Dienstleistungen rund um eben den Alltag und die Verbesserungen und damit auch die Zukunft der energiewirtschaftlichen Unternehmen. Und mit denen zusammen bieten wir also ein relativ breites Dienstleistungsportfolio für den Redispatch 2.0 oder für die betroffenen Unternehmen, die damit irgendwie umgehen müssen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder konkrete Themen, die ihr von uns angegangen haben wollt, dann schreibt uns einfach eine Nachricht. Wir verlinken unten auch den Beitrag der HSAG auf deren Webseite und ansonsten wie immer hier kommentieren oder eine Nachricht schicken und wir können helfen. Bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.